Warte, ich muss echt erstmal wieder reinkommen. Sieh dir das an. Was gibt's, Chief? Hier ist sie nicht. Sieh dir das an. Was ist da? Hier ist sie nicht. Ey. Und was noch dazu kommt. Wie sieht die Zauberkiste überhaupt aus? Ich benutze einen neuen Codierer. Es gibt extra für RTX-Grafikkarten. Also zumindest haben die am wenigsten Probleme damit. Einen neuen Nvidia Codierer und den haben wir natürlich auch direkt reingenommen. Wir haben hier, hier und vielleicht hier gesucht. Hier? Siehst du das auch so? Ich weiß nicht. Ist das wichtig? Wenn wir was übersehen haben, sollten wir alles nochmal durchgehen. Rauchbombe. Ja, okay. Steht. Attackiere den Eindringling! Ich versuche von der Seite. Ja. Jetzt müssen wir doch kämpfen. Feuer einstellen. Ich glaub, sie ist weg. Wir haben gar keine Waffen. An meiner Position. Wartet mal kurz. Ich glaube, sie ist abgehauen. Bin ich auch. Warum sucht ihr immer noch die Schatulle? In eurem Bereich sind Feinde. Nun, Dr. Dominguez. Dominguez ist mir völlig egal. Findet Lara Croft und tötet sie. Gut, dass wir uns die ganzen Sachen schon geholt haben. Findet Lara Croft, wie denn? Dafür sind wir doch viel zu wenige. Das war eine Forschungsoperation. Wir verteilen uns und machen das Beste draus. Ich gehe darüber, du bleibst hier. Wahnsinn, wie schnell Parameter sich ändern. Soll ich meine Waffe ablegen? Würde dir das gefallen? Wir haben keine Zeit für diesen Scheiß. Ja, komm. Das gefällt mir. Jetzt kann er. Also, ich bin ein bisschen raus, deswegen tut mir leid. Weil ich das ein oder andere Mal so richtig verkacke. Aber. Jetzt sagt Rock, wir sollen Croft suchen. Auf wen sollen wir hören? Naja. Rook ist ein Militärführer. Aber so macht das richtig viel Spaß. Fauler Bastard. Jetzt muss ich alles machen. Pfeifen konnte man hier aber nicht, ne? Lara Croft. Sie ist beeindruckend hartnäckig. Hey, wo steckst du denn, Mann? Irgendwas stimmt hier nicht. Ich wollte hier eigentlich normal werfen, aber irgendwie habe ich das nicht hingekriegt. Suche einleiten. Man sieht uns echt fast gar nicht, ne? So krass. Zusammen. Findet sie. Hey, da ist... Gott! Ah! Das wird dich raustreiben. Du bist so gut wie tot. Bewegung! Er lebt ja immer noch. Vitality. Naja, da konnte sie eben dreimal nicht hochspringen. Okay, komm. Was? Wir gucken uns natürlich noch einmal kurz um. Wie ging denn der Lara Sinn? Ach so. Ich glaube, wir sind echt dicht am Ende dran.
6 gesichert. Kappa-Team, wie ist Ihr Status? Im Kampf, alles im Griff. Crofts Freund ist entkommen. Wir verfolgen ihn nach Juliet 3. Komm schon. Ihr Cardinal 2, ich sehe vor, ich könnte, glaube ich, nicht so klettern. Es gibt voll viele, die können das, aber anders. Der Sturz hat die tertiäre Pumpanlage zerstört. Keine Brände. Die Zugangsstraße zu Kilo 2 ist durch umgestürzte Bäume blockiert. Weiß gar nicht, wo lang. Ach so. Oh, ein Feuer, endlich. Da können wir uns jetzt ausrüsten, ne? Ja, komm, wir nehmen alles mit noch. Jetzt gehen wir ans Feuer und verbessern. Was zum Teufel mache ich überhaupt hier? Weiß ich nicht. Und ich würde die gerne auch anders anziehen. Honorato ist tot, die Schatulle ist weg. Jonah, Gott, falls ihm irgendwas zustößt. Was? Verdammt nochmal. Das nehme ich auf keinen Fall, da friert sie doch. Das auch nicht. Och, jetzt kommt wieder diese schön. Ich müsste mir das nehmen, ne? Alright. So, Inventar. Hier können wir nichts machen. Ist das Fähigkeiten? Wie viele Punkte haben wir? 4 Stück. Alter Schwede. Singende Viper stellen sie einen Lockfall um feindliche. Wirklich. Brauchen wir nicht. Ausschaltkette. Das ist natürlich gut. Dann Bogen schneller und verkürzen die Aufladung. Das nehmen wir auf jeden Fall, weil mit dem Bogen möchte ich gerne ein bisschen mehr arbeiten. Herausforderungsobjekt, Überlebenssinn, Artefakte, blablablab. Seltene Tiere zu finden. Nehmen wir das, ne? Auf seltene Tiere habe ich Bock. Waffen haben wir nur. Haben wir nur den Eispickel? Wird ja echt interessant. Nur Messer und Eispickel, ey. Was haben wir hier noch? Tagebuch der Trinity-Soldaten. Das sind Aufzeichnungen eines Söldners über seine Aufträge für Trinity. Mexiko. Kenia, Sibirien. Aha. Hallo, Lara. Wer spricht da? Ich vermute schon seit Mexiko, dass du meine Kommunikation abhörst. Rourke. Commander Rourke. Du hast mich abgehört und jetzt höre ich dich ab. Noch ein Vorbeben. Wie fühlt sich das an, für all diese Katastrophen verantwortlich zu sein? Für all das Leid? Ich weiß, was ich getan habe. Dein Blick, als Dominguez es dir gesagt hat. Aber du musstest diesen Dolch haben, richtig? Jetzt hat er ihn, ja. Jetzt ist er schuld für alles. Außenposten. Croft ist unterwegs zu euch. Findet sie. Croft ist direkt an den Jungs am Strand vorbei. Das darf nicht passieren. Wir durchsuchen alles. Was Interessantes in der neuen Lieferung? Thermobrillen, Gentlemen. Ich gehe voraus. Thermobrillen, jetzt geht's aber richtig ab hier. Ich hab was! Wo? Scheiße! Falscher Alarm! Ein Affe? Ein Tier. Ein Affe, ein Brüllaffe. Hey, kriegen wir jetzt bald Licht oder was? Ich krieg sie nie zum Laufen, wenn du mich so weiter nervst. Warum überhaupt plötzlich diese Hektik? Brooke hat gesagt, Croft kommt hier durch. Verdammt! So. Okay, ich beeil mich. Der Riese ist jetzt schon mal weg. Es geht los. Mal sehen, was sie jetzt macht. Ich würde ruhig sagen können, dass er weggeht.
Das gehört nicht hierher. Du gehst voraus. Ich sichere die Flanke. Das war knapp. Bleib zusammen. Ich muss irgendwas finden. Bleib möglichst dicht zusammen. Sie muss hier sein. Oh, war das knapp. Wenn ihr was seht, eröffnet das Feuer. Dort vielleicht. Ziel in Sicht. Drücke vor. Ich hab mich. Ey, wie schwer ist das mit der Thermosicht? Mann, pass auf! Ich hab was! Aber ey, das ist echt cool. Wo? Scheiße! Falscher Alarm! Irgendein Tier! Ey, kriegen wir jetzt bald Licht oder was? Ich krieg sie nie zum Laufen, wenn du mich so weiter nervst. Warum überhaupt plötzlich diese Hektik? Rook hat gesagt, Croft kommt hier durch. Ach, verdammt! Okay, ich beeil mich. Es geht los. Wehe, du bist in ein paar Minuten nicht zurück. Irgendwas stimmt nicht. Kann man die kaputt werfen? Nee, ne? Wartet. Ich check das mal. Haltet die Augen offen. Ich begleite dich. Ich könnte hier Verstärkung brauchen. Macht euch kampfbereit. Verstanden. Hoffentlich kommen die hier jetzt nicht hoch. Geh voraus. Waffen bereithalten. Weiß nicht, ob sie das hören. Bleib möglichst dicht zusammen. Wir kriegen sie. Ist nur eine Frage der Zeit. Suchraster einleiten. Sobald sie den Kopf rausstreckt. Geh voraus! Waffen bereithalten! Sie haben keine Chance zu entkommen! Wir könnten den Dicken jetzt platt machen. Aber dann machen die anderen beiden uns fertig. So. Wie cool. Aua. Brauche Verstärkung. Steh auf. Ich hol sie mir von hinten. Wie fies ist das denn? Nicht schießen. Seht nach, ob sie noch da ist. Wie hat jetzt hinter dem Baum gebackt ist und wir ihn nicht kriegen. Warum hebt sie nicht einfach ein Sturmgewehr auf von denen? Sorry. Der Typ ist da oben natürlich immer noch. Tschüss. Wie, es geht hier nicht rein. Boah, war das knapp. Bringen wir es zu Ende. Ja, hier geht's doch durch, oder nicht? Sie ist verschwunden. Verdammt, Männer, benutzt die Brillen. Findet sie. Okay. Wir konnten da wohl erst durch, wenn wir undercover sind. Hoffentlich schießt sie jetzt nicht von hinter uns auf uns. Siehst du jemanden? Hier ist nichts.
Wir müssen die auf jeden Fall immer als erstes wegholen, weil die zerfetzen uns. Wieder knapp. Aber wir kriegen das hin. Wir sind, glaube ich, gerade echt gut dabei. Dazwischen ist halt noch ein Typ. Ich weiß nur gerade nicht, ob der in unsere Richtung guckt oder nicht. Wir riskieren's. Die Lara ist echt knallhart, ne? Ich weiß, ich habe das schon mal gesagt in Videos, aber Lara ist echt ein echt heftige Braut, ey. Echt krass. Diese verdammte Lara Croft, wir müssen sie aufhalten. Keine Sorge, das werden wir. Ach ja, wegen der neuen Ausrüstung oder was? Nein, aber wegen Rourke. Vielleicht muss er ja pinkeln. Die sind auch lustig. Explosive Objekte. Aber wir haben nichts, um auf diese Objekte zu schießen. Was war das? Mann am Boden! Verstanden. Ist vermerkt. Gott, ich muss dieser Sache auf den Grund gehen. Bleibt wachsam und findet irgendwas. So, es wird langsam dunkel, meine Freunde. Geh voraus. Waffen bereit halten. Suche Waffe habe ich nicht genug Platz. Bin jetzt bereit. Lose Rautenformation. Alles voll. Kann nicht mehr tragen. Wenn ihr seht, eröffnet das Feuer. Ja, nimmt's wirklich. Wir erleiden Verluste. Ich geb's weiter. Geh voraus. Waffen bereit halten. Seh mich lieber mal um. Okay. Nehmen wir drauf. Hey. Das nicht zusammen. Müssen die Suche ausweichen. So. Ganz easy vorbeigesneakt hier. Ich glaube, das sieht nach Ende aus. Raus aus dem Kanal! Was? Sie hören mit! Okay. Ich finde dich! Geh voraus! Waffen bereit halten! Nur eine Frage der Zeit! Wie ging das nochmal so, ne? Jo. Zack. Und runter. Wie cool das einfach aussieht, oder? Wie schön Tomb Raider einfach. Und ein Bogen endlich. Ein Rezept für ein Halluzinogen wird manchmal im Krieg benutzt.
Der sollte helfen. Ich habe auch mal so einen Bogen getragen. Wenn ich meine Pfeile damit benetze, habe ich einen Vorteil gegen... Lang kannst du damit nicht laufen und unbeweglich bist du damit auch wie sonst was. Fähigkeit freigeschaltet. Dafür habe ich nicht genug Platz. Die Wahrheit. Andre Lopez. Aber nicht der Bruder von Jennifer Lopez. Was ist das für... Man sieht ja echt gar nichts. Oh, das ist gut. Ein Fähigkeitspunkt. Allein wie viel diese Statue schon wert ist. Das ist ja echtes Gold locker. Das ist allein schon krass. Wird alles mitnehmen. Mit Schubkarren im Wald und so. Ich wiederhole, Croft kommt zu euch. Oh Gott. Wir kriegen sie, Sir. Zeigt mir ihre Leiche und euer ganzes Team bekommt ein Decon-Training. Rook out. Ihr habt's gehört. Gehen wir es an. Den kriegen wir auf jeden Fall nicht mit den Pfeilen. Und F1, um einen Furchtpfeil zu schießen. Kann ich dir helfen? Oh, wie geil! Alter! Bei allen Göttern! Er war dem Druck nicht gewachsen. Wie kann ich die denn herstellen? Drücke F1 und dann X. Ich will ja einen anderen Pfeil haben. Wir kriegen sie, Sir. Zeigt mir ihre Leiche und euer ganzes Team bekommt ein Decon-Training. Rook out. Ihr habt's gehört. Gehen wir es an. Es liegt an uns. Du siehst scheiße aus. Auf einmal, das sieht er durch die Maske. Mit ihm. Gott, ich muss dieser Sache auf den Grund gehen. Ausschwärmen, aber haltet Sichtkontakt. Ausschwärmen. Waffen bereit halten. Mann am Boden. Jetzt kommt er. Das war knapp. Jetzt kommt noch einer. Die laufen ja... ich hab nichts dagegen. Hier ist nichts. Kommen ja alle zu mir. Wir können leider auch nur die Ungepanzerten looten. Deine Wunden? Ja. Suche läuft.
Und jetzt lecke ich deine. Okay, das klingt ein bisschen krank. Ach so. Das macht die Sache auf jeden Fall ein bisschen leichter. Ich weiß, dass sie hier ist. Willst du dich den ganzen Tag verstecken? Ich sehe sie wieder. Achten. Ich bin nicht mehr lange durch. Verblutet. Ist tot. Kacke. Ah, die spinnt. Okay, okay. Okay, okay. Das ist also ein Spinngift im Pfeil. Tau-Team, Croft ist auf einem Vektor zu eurer Position. Ich wiederhole, Croft kommt zu euch. Oh Gott. Das war ganz gut, dass wir den angeschossen haben. Das stimmt. Oh Scheiße, ich sehe mich lieber mal um. Ausschwärmen, aber haltet Sichtkontakt. Jetzt machen wir den direkt kalt. Sichtkontakt zu feindlichem Ziel. Oh shit. Hast du eine Ahnung, wer wir sind? Nein. Sichert mich, ich klär das. Zum Teufel ist sie hin. Komm raus, damit ich dich sehen kann. Was zum Teufel? Ich mach's richtig dunkel für euch, Jungs. Was gehört hier nicht hin? Absolut krasser Move gerade gewesen. Richtig heftiger Move mit dem Bogen gerade. Scheiße, ich muss sie finden. Können uns natürlich auch vorbeischleichen. Aber ich glaube, ihr wollt schon ein bisschen Action sehen. Hallo? Ach da. Ist echt krass dunkel, oder? Ihr seht wahrscheinlich auch nicht so viel, ne? Tut mir natürlich auf eine Art leid. Echt jetzt? Du machst dich lächerlich! Ich weiß leider nicht, von wo die kommen.
weil ich gar nichts sehe. Oh, das sind ganz viele. Ich sehe auch nichts. Ich hoffe nicht. Ich muss das einmal kurz ein bisschen heller machen. Hier ist Helligkeit, ne? Ich sehe sonst gar nichts. Da wollte ich jetzt nicht wieder zurück. So, der lenkt jetzt schon ab und dann können wir uns hier wegschleichen. Nein! Die Alte macht mich fertig. Jonah? Jonah, bitte kommen! Bitte! Er wird nicht antworten, Lara. Was? Er ist tot. Jetzt gehört dein Freund Jonah auch zu den Leuten, deren Tod du verschuldet hast. Alter. Leck mich! Was ein Assi. Wenn du seine Leiche holen willst, dann geh zur Raffinerie. Ich komm und hol dich. Ja, ich sehe schon, komm, nicht explodiert irgendwas und wir müssen da runterrutschen. Let's go, Action, Action hier. Top Rider! Was? Oh. Das tat bestimmt weh. Was eine Action hier. Ich hoffe, ihr fiebert genauso mit wie ich. Ja, die kann man nicht töten, die ist zu krass. Sie können feuern.
ist nicht Level 1 Croc. Hier ist Level 999 Croc. Manchmal denke ich, dass ich weitermachen muss und dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Ein Tsunami rollt auf uns zu. Und das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine Schuld. Ich muss jetzt los. Ich bin die Einzige, die... Die Einzige, die was? Boah, Tom Ryder ist auf Beast-Modus jetzt. Weißt du, wer noch so eine Powerfrau ist wie sie? Aus dem Film I Spit on Your Grave. Das ist auch eine Powerfrau. Klar, hat die ein bisschen was Heftigeres durchgemacht. Aber. Wo bist du, Rock? Dich finden. Du kannst dich nicht vor mir verstecken, Rourke. Du bist sowas von tot. Rourke, ich wurde nach Cairn zurückbeordert. Winters, Croft gehört Ihnen. Rourke! Basislager, hier Cardinal 2. Verstärkung ist abgesetzt. Hier ist Cardinal 2. Bin getroffen. Wechsel die Position. Das hier wird wehtun. Und zwar sehr. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Du kannst dich nicht verstecken. Scheiße! Cardinal 2! Noch so einen Treffer verkraften wir nicht! Rourke hat ein Geschenk für dich dagelassen. Gehen auch langsam die Medikits aus. Das ist dein Ende. Munition ist alle. Das hier wird wehtun. Und zwar sehr. Alter, was eine krasse, spannende Folge.
Hey. Alles okay? Ich mache alles nur schlimmer, Joan. Nein. Hey, das stimmt nicht. Wir schaffen das schon. Komm hoch. Wohin jetzt? Wir sollten verschwinden. Was weiß ich denn, Jonah? Wie war der Hinweis? Herz der Schlange befindet sich irgendwo? Das Herz der Schlange befindet sich in der Schale, unweit der Steingesichter. Und was für eine Schale meinst du damit? Oh. Sowas wie ein Kelch? Ein Kelch klingt nicht nach Maya. Warte. Sie ist nicht Maya. Der Hinweis stammt von einem Missionar aus dem 17. Jahrhundert. Andres Lopez, ein Jesuit. Die Schlange im Kelch ist ein Zeichen für den heiligen Johannes. Wir suchen nach einer christlichen Glaubensstätte. Eine Kirche von San Juan? Das wird bestimmt nicht einfach. Da gibt's einige. Aber nicht in der Nähe von Paititi. Komm mit. Zur Straße geht's da entlang. Wir verschwinden hier und suchen ein paar Infos. Was würde ich nur ohne dich tun? Und hinter uns die brennende Ölfabrik.